Und jetzt auch, ich meine, wir sind jetzt ja schon ein bisschen sozusagen ja weg schon von Autismus auch hin, wo es natürlich auch immer noch mit damit zu tun hat, ja, auch in Gebieten, mit denen du dich ja sehr auskennst oder beschäftigst, beziehungsweise beides, sind ja auch Autopilot und eben dieses, du hattest ja schon angesprochen, verschiedene Ebenen, so ein Ebenensystem. Wenn du dazu noch ein bisschen was vielleicht sagen Ja, möchtest. kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Klar, du hast natürlich vollkommen recht, das hat sich aus der Arbeit, haben sich diese Modelle ergeben, bisschen Erklärungsbetrachtungsmodelle kann man sie vielleicht auch nennen. Und also gerade so dieses Drei-Ebenen-Modell, was du gerade ansprichst, und der soziale Autopilot, das sind einfach so Sachen, die in der Arbeit entstanden sind. Letztendlich ging es darum, zu schauen, wie gehen Menschen miteinander um, wie reagieren sie aufeinander, wie deuten sie einander, ja, und gestalten dann das Miteinander, jetzt mal so ganz grob gesagt. Und ich bin irgendwann dahin gekommen, dass ich gesagt habe, es scheint so zu sein, dass es so eine ganz grundlegende, basale Ebene gibt, sozusagen, die jeder Säugling schon hat, nämlich dass Spannung und Entspannung wahrgenommen wird und dann ganz unmittelbar darauf reagiert wird. Ein Neugeborenes spürt schon, wenn irgendwo Spannung ist, in sich selbst oder im Außen, und wird darauf unmittelbar mit Unruhe reagieren. Es wird aber nicht reflektieren darüber, ja, es wird es nicht bewerten oder so, sondern es wird erstmal einfach unruhig werden. Und es gibt eine ganz, ganz grobe Einteilung schon auf dieser Ebene, so alles, was mit Freude und Wohlbefinden zu tun hat, alles Lustvolle, so, dann Schmerz, Hunger, Unwohlsein, so diese Kategorie, und Wut, die dann relativ bald dazukommt. Ja, also so, das ist ganz am Anfang. Aber relativ bald, ja, wenn es ein Spannungsfeld gibt zwischen dem, was jetzt gerade dem Kind angenehm wäre oder was es sich wünscht, und dem, was gerade passiert, ja, dann kann es auch mal wütend brüllen, so. Aber mehr Differenzierung ist da noch nicht. Die kommt erst mit der Zeit, jetzt sage ich mal normalerweise und unter einigermaßen guten Bedingungen, wenn ein Kind in eine Umgebung hineingeboren wird, wo es auch wahrgenommen wird, wo Menschen auf es resonieren und, ne, es spiegeln und auf es reagieren und auch die Emotionen des Kindes wahrnehmen und so. Und dass das alles auch entsprechend wahrnehmen und verarbeiten kann, wirklich ab Geburt im Grunde genommen, vom ersten Augenblick an, wird es in diesem Wechselspiel zwischen sich selbst und einem Gegenüber Eindrücke sammeln von, sag ich mal, Empfindungen oder Stimmung, ja, Emotionen bei einer Person, Mama entspannt, Mama gespannt, ja, so, und dann aber auch Oma entspannt und, ne, Papa und Geschwister und so weiter. Also immer mehr Personen. Und es wird einfach erstmal, es werden nur Eindrücke gesammelt, ne, und gespeichert, so, ohne da groß drüber nachzudenken, das läuft ja alles unbewusst ab. Und parallel dazu wird es Erfahrungen sammeln in der Selbstwirksamkeit, was löse ich bei meinem Gegenüber aus? Ja, wenn ich ganz entspannt auf dem Wickeltisch liege, so, oder wenn ich sowas mache oder sowas mache, wird Mama jeweils unterschiedlich darauf reagieren und Papa reagiert aber wieder anders, Oma auch. Und so wird auch ein Erfahrungsschatz angesammelt, was löse ich bei anderen Menschen mit meinem spontanen Verhalten auch und Ausdrucksverhalten aus. Auch das läuft völlig unbewusst ab. Es wird einfach verknüpft und gespeichert. Und ich sage immer, aus all diesen Eindrücken und Erfahrungen in der Selbstwirksamkeit entsteht eigentlich ab Geburt schon, wenn die Möglichkeit besteht, das, was ich den sozialen Autopiloten nenne, mit dem 99% circa der Menschen rumlaufen und noch nicht mal wissen, dass es ihn gibt. Ja, weil er mit ihnen gewachsen ist. Und sie sind sich nicht darüber bewusst, wie viel dieser soziale Autopilot ihnen abnimmt. Also ich habe auch einen, und der
scannt für mich in jeder sozialen Situation vollautomatisch, unbewusst, alle Verhaltensweisen der Mitmenschen mit, sortiert für mich vollautomatisch aus, was er für relevant und irrelevant hält. Das heißt, es wird nur das rauskristallisiert, was überhaupt irgendeine Relevanz für mich haben könnte. Das wird gedeutet auf diesem Erfahrungshintergrund, ja, was so bisher an Eindrücken gesammelt wurde, wird es abgeglichen. Alles quasi in Echtzeit innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Also mitschneiden, aussortieren, deuten und aufgrund der Deutung wird mein Verhalten vollautomatisch gesteuert. Der gesamte nonverbale Ausdruck über Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimme, Prosodie und so weiter, Nähe-Distanzverhalten, das wird alles vollautomatisch gesteuert. Brauche ich mich überhaupt nicht drum kümmern. Das ist schon sehr praktisch. Also es Sehr nimmt eine praktisch, Menge oder? ab, ja? Ich meine, ist auf jeden Fall Arbeitserleichterung. Ja. Ich meine, nicht, dass ich es so gut kennen würde, Ja. Na, aber wenn man das aber so hört, an sich durchaus auch was Praktisches. Aber also da auch gerade ein Punkt von dem, was wir ja schon meint, ist mit der Relevanz ja oder sowas. ja. Ich meine, ist ja auch die Frage, was ist denn überhaupt für dich relevant? Ja. Und eben jetzt, wie du ja sicherlich auch vorstellen würdest, das ist eben nicht nur praktisch. Ja. Es ist nicht nur praktisch. Also es hat seine Tücken, ja. Also ich kann auch kurz dazu sagen, auf diesen Autopiloten kommt man eigentlich erst, weil man ja, ne, wie gesagt, normalerweise kommt man da nicht drauf, weil man beschäftigt sich nicht damit, wie so ein Fisch sich nicht mit Wasser beschäftigt, bis er dann mal rausgezogen wird oder so. Und da ich aber nur mit Menschen zu tun habe, die ohne einen sozialen Autopiloten auskommen müssen, ne, in meiner Arbeit, weil der sich gar nicht so entwickelt. Weil selbst wenn Menschen da sind, die das Kind wahrnehmen und versuchen zu verstehen, was es braucht und so und das, wie es sich gerade fühlt und zu resonieren und so weiter, und selbst wenn den Bezugspersonen das einigermaßen gelingt, und sie da auch was spiegeln und auf das Kind eingehen und so. Wenn alles viel zu viel ist von Anfang an, dann ist eine Person erstmal schon mal so eine Reizquelle obendrauf. Außerdem verschwimmt das alles ineinander. Ja, so. Also bis man eine Person als Entität begriffen hat und auch überhaupt zumindest für Momente darauf achten kann, was kommt da jetzt zurück? Was ist da jetzt gerade? Ja. Ist man eigentlich schon wieder total reizüberflutet. Also es dauert wesentlich länger und man kann dann nur, und das ist so diese dritte Ebene, also wir haben diese ganz basale Ebene, dann kommt mit der Zeit, entwickelt sich so diese mittlere Ebene, so dieses sozialen Autopiloten. Und wenn man den aber überhaupt nicht entwickeln kann, dann bleibt einem nur die dritte Ebene, zu der jeder Mensch eigentlich Zugang hat, nämlich die Metaebene, wo man bewusst beobachtet, bewusst analysiert, bewusst reflektiert, was könnte das jetzt bedeuten, Arbeitshypothesen aufstellt, ja, so, mit denen man dann weiterarbeitet. Da muss man sich aber bewusst entscheiden, wie deute ich das Verhalten jetzt. Und es ist halt auch eine bewusste Anstrengung. Es ist eine bewusste Anstrengung und man hat nie Sicherheit. Das ist eine Forschungsebene, eine wissenschaftliche Forschungsebene. Man kann nur Hypothesen aufstellen, die man zum Teil überprüfen kann, aber kommt man gar nicht hinterher. Ja, aber man hat nie das Gefühl, so ist es jetzt. Und dann muss man, wenn man sich dann entschieden hat für eine Deutungsvariante, dann muss man sich im nächsten Schritt natürlich noch entscheiden, handle ich jetzt oder handle ich nicht, reagiere ich darauf explizit oder nicht und wenn ja, wie. Und wenn ich mich dazu dann bewusst entschieden habe, wie ich reagieren will, dann muss ich das bewusst noch in Handlung umsetzen und verbalisieren möglicherweise. Das heißt, es ist ein hochkomplexer, anstrengender, konzentrationsraubender und zeitraubender Prozess, mit oft gar nicht so schlechten Ergebnissen, ja, zu denen man dann kommt. Das Problem ist aber, dass das Gegenüber, wenn das auf Autopilot läuft, bis man diesen Prozess abgeschlossen hat, längst weg ist oder brüskiert, verärgert, verletzt, besorgt, einen verrückt hält. Weil, und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Nachteil des sozialen Autopiloten. Er ist angewiesen auf ganz bestimmte Signale, mit denen er permanent versorgt wird vom Gegenüber. Also, ne, eine bestimmte Mimik, eine bestimmte Gestik, und zwar in einer bestimmten Taktung.
Das heißt, selbst wenn ein erwartetes Verhalten irgendwann kommt, aber erst ein paar Sekunden später, verändert sich schon die Bedeutung, also das, was daraus gedeutet wird, vollautomatisch. Ja? Das heißt, der hat sich nicht sofort gefreut, als ich angerufen habe, also freut er sich gar nicht wirklich, ne, sondern tut jetzt nur so und will höflich sein. Hätte er sich wirklich gefreut, hätte er sofort begeistert Ja geschrien. Ja, so, ja klar, gehe ich mit dir einen trinken oder so. Ja? Wenn man aber erst mal überlegt, Mensch, ich habe noch so viel vor, aber schaffe ich das überhaupt? Aber ich möchte den so gerne sehen. Ich entscheide mich jetzt bewusst dazu, meine Arbeit liegen zu lassen und den zu treffen und sag dann ja, denkt der schon, eigentlich ist das gar nicht ehrlich. Ja? So, also erstes Mal braucht es Signale, wenn jemand wenig Ausdruck hat im Gesicht, wird schnell gedeutet, der ist gelangweilt oder der ist arrogant. Der steht über allem drüber, ja, oder er ist gar nicht anwesend, oder was auch immer. Oder hat was zu verbergen, ne, und deswegen so eine Maske auf. Und wenn da etwas kommt, dann, wie gesagt, wenn es dann nicht das kommt, was man erwartet oder verzögert es kommt, dann gibt es auch wieder die falschen, Deutungen und Fehleinschätzungen, die aber sehr problematisch sind, sag ich Und dann gibt es ja auch eben die Reflexion, wenn es ja auf der Ebene bleibt, die findet dann ja auch eben nicht so statt, weil die richtig, ist ja ganz dann genau. auf der dritten Ebene. Die würde auf der dritten Ebene stattfinden, die jeder nutzen könnte. Nur, da haben wir gestern schon kurz drüber gesprochen, es gilt das Gesetz der Ökonomie. Also erstmal, in jedem Augenblick wird möglichst wenig Energie verbraucht. Und wenn man jetzt so einen Autopiloten hat, der einem so viel Arbeit und Energie und Konzentration erspart und man es gar nicht anders kennt, dann läuft man halt auf Autopilot und das, was der einem suggeriert, also das, was er deutet, das stimmt. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass das jetzt vielleicht eine Fehleinschätzung sein könnte. Ja, oder eine Fehldeutung oder ein Vorurteil, was man da noch reingesehen hat oder so. Und meine Erfahrung ist, dass es oft wirklich traurigerweise oft so ist, dass Menschen erstmal mit ihrem Autopiloten so richtig vor die Wand fahren müssen. Also so richtig die Erfahrung müssen machen müssen, so ist es aber richtig schief gegangen. Ja, ohne Achtsamkeit, ohne die Metaebene, ohne mal Distanz zu nehmen zu meiner unmittelbaren, auch emotionalen Reaktion oder Wertung einer Person oder einer Situation. So, und dann kommen sie vielleicht drauf, dass man ja auch mal auf die dritte Ebene gehen könnte. Manchmal braucht man da erst einen Therapeuten dazu, der einen dann sagt, schauen Sie mal, wir können jetzt ja das mal von einer anderen Perspektive angucken. Und dann stellt man fest, hey, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese Situation zu deuten. Da muss man ja, geht's ja sowieso ja nochmal auch, gerade wenn zum Beispiel Therapeuten, da muss der ja auch erst nochmal schon auch offen sein. Ich Ja, meine, kann ja ansonsten sein, dass der auch auf seinen Autopiloten ja. reagiert. Ja. Und vielleicht öffnet er halt eine Ebene oder halt eine Betrachtungsmöglichkeit, aber es gibt hier eben unzählige Unzählige, ja, Betrachtungsmöglichkeiten. genau. Und eben auch, wie wir ein bisschen so auch herausgeklungen ist, ist es ja durchaus ja auch so eben, dass ja halt so diese zweite Ebene, der Autopilot, der ist eben Arbeitserleichterung und alles Mögliche. Macht's Leben einfacher, sagen wir so. Ja. Aber eben, dass er durch halt aus halt auch einschränkt in der Betrachtung von Ganz den deutlich, ganzen Weltdingen, ja. ja. Allerdings und natürlich auch immer mal wieder tatsächlich einen gegen die Wand fahren lässt. Also ist ja nicht so, dass der unfehlbar wäre. Auch da gibt es natürlich Fehleinschätzungen oder ne, Fehldeutungen oder so. Und klar, wir könnten jetzt noch viel weitergehen, ne, wenn wir dann gucken, so wie vielschichtig das ist. Worum geht's denn in der Begegnung? Ja, worum geht es in der Begegnung, wenn jetzt zwei nicht autistische, neurotypische Menschen sich begegnen? So klar, es geht um Begegnung, es geht um Kontakt, aber es geht darum, dass der möglichst reibungslos gelingt und möglichst konfliktfrei gelingt. Und dann werden eben bestimmte Bereiche, sage ich mal, und bestimmte Themen nach außen gegeben, in die Peripherie, die die anderen dann auch sehen dürfen und ne, wahrnehmen dürfen. Und wo ich relativ sicher bin, dass der andere da sofort sagt, ja, genau, sehe ich genauso. Ja, oder ne, empfinde ich genauso.
Und dann hat man eine schöne Schnittmenge der Gemeinsamkeit, ne? Und das ist immer schön, das ist gegenseitige Bestätigung. Es ist jetzt nicht wahnsinnig interessant, ja? Also immer eine Schnittmenge suchen zu müssen, wie zum Beispiel hier, das heute ist wieder total blauer Himmel in Kiel und richtig warm. Das ist keine neue Mitteilung für mein Gegenüber, wenn er auch gerade hier in Kiel ist und aus dem Fenster guckt. Wobei, ich meine, das ist ja auch sozusagen im Anführungszeichen auch nur die Norm, weil es kann ja auch ganz anders sein. Kann ja sein, dass die Person, mit der du sprichst, komplett blind oder farbenblind ist, dann ist der Himmel nicht blau. Ja, genau. Ja, da so, aber worum es halt beim Smalltalk geht, ja, ist ein Thema anzubieten, wo ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass der andere da sich bestätigt fühlt durch meine Aussage und mich bestätigt. Und dann können wir uns schön gemeinsam fühlen, so. Was aber, also jetzt mal platt gesagt, ja, aber nur an der Peripherie stattfindet, von meinem Kern, wie es mir tatsächlich geht, wer ich eigentlich wirklich bin, davon zeige ich dabei nichts. Und ich trete dem anderen nicht zu nahe und frage nicht, wie geht's dir eigentlich wirklich und was ist eigentlich bei dir gerade los oder so. Das wird alles außen vor gelassen, weil der jeweilige Kern geschützt werden muss. Und das ist was, was die Autopiloten letztendlich wirklich von klein auf lernen und speichern und trainieren, möglichst Kontakte anzubahnen, aber möglichst gefahrlos. Weil ich meine, also es ist ja zum einen, wie du sagst, dann ja gefahrlos oder sowas, weil dann ja wirklich sozusagen Auseinandersetzung geschehen könnte, teilweise halt auch muss. Aber andererseits ist es ja sozusagen, kann man ja auch sagen, wenn man sich halt erst wirklich so öffnen würde oder sowas, ist dann wirklich ja Auseinandersetzung möglich wäre, aber damit halt auch eine Weiterentwicklung. Ja, natürlich. Ja, also so, wenn man überhaupt keinen Kernkontakt zu anderen hat. Das macht auch nicht wirklich satt, ja? So, also das ist, eigentlich hat man da nicht viel voneinander. Es ist schon so, dass man sich dann so mit der Zeit versucht, ein bisschen anzunähern oder Leute zu finden, ne, wo es ein bisschen kernnäher gehen kann, aber so dieser Schutz des eigenen Kerns und des Kerns des Gegenübers, ja, das auch geschont wird in der Regel, hält natürlich auch davon ab, wirklich dann bedeutsame Kontakte und Beziehungen zu haben, ja, also wo es wirklich um mich geht und um den anderen und um die wirklichen Erfahrungen, die man dann austauschen könnte. Das Problematische, ein weiteres Problematisches an diesem sozialen Autopiloten ist, dass er eben auch unter anderem dazu da ist, zu werten, beziehungsweise vor Bedrohungen zu schützen. Und dazu ist diese Wertung da. Ist das jetzt eine gute Situation oder nicht? Ist derjenige für mich potenziell gefährlich oder nicht? Ja, das läuft immer mit. Und das hält aber natürlich auch davon ab, sich auf jemanden einzulassen, beziehungsweise sich selber einzubringen. Ja, das hat ganz viel mit Schutz zu tun. Und dieser Schutz ist verständlich und bis zu einem bestimmten Grad sinnvoll, hält aber tatsächlich eine wirkliche Begegnung miteinander ab, letztendlich. Also im Grunde könnte man ja auch, wenn man dem so folgt, auch sagen, dass es durchaus auch diskriminierendes Verhalten fördern Ja, könnte. selbstverständlich, ja. Ich habe drüben einen Artikel, glaube ich, noch liegen, habe ich dir vielleicht so mal von erzählt, wo es um Rassismus ging. Das ist ja auch ein Thema, was dich auch interessiert. Und das war so eine Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, in den USA, das glaube ich jemand gemacht, einfach mal so erstmal so spaßeshalber, wo man Leuten ein Computerprogramm gegeben hat, so wo sie, glaube ich, mit dem rechten Zeigefinger draufdrücken sollten, auf den Knopf drücken sollten, wenn sie was positiv empfinden und mit dem linken Finger, wenn sie was negativ empfinden, irgendwie so. Und dann hat man denen bestimmte Begriffe gegeben, die mit Schwarz oder Weiß assoziiert waren. Einfach mal so. Und haben dann festgestellt, wie automatisch das geht. Ja, also wie
Einfach weil bestimmte Sachen mit bestimmten assoziiert sind, auch schon mit einer Wertung und mit einem Wohlgefühl oder mit einem Bedrohungsgefühl oder so. Also, dass man dann natürlich vom Bewusstsein her erst einmal kaum Zugriff drauf hat. Ja, und da haben sie dann weiter dran geforscht. Die waren dann irgendwie ziemlich erschüttert selber und haben dann geforscht und haben dann festgestellt, okay, also es hat ganz viel damit zu tun, was ich für Erfahrungen gemacht habe, wiederum von klein auf, also wirklich von Geburt an im Grunde genommen, mit zum Beispiel eben weißen Personen, schwarzen Personen oder was auch immer. Und die allermeisten, zum damaligen Zeitpunkt, früher noch stärker, heute ist das schon ein bisschen anders. Die allermeisten haben eben wirklich während ihrer Kindergartenzeit, Grundschulzeit, vielleicht sogar weiterführenden Schule, nie irgendwas live mit einer schwarzen Person zu tun gehabt. Das Einzige, wo sie mal Schwarze gesehen haben, war wieder mal bei irgendwelchen Fernsehspots oder so zu Hungers Nöten in Afrika oder ja, irgendwelchen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen oder so, also wo das System in Alarmbereitschaft gerät, also alles, was mit dann Hunger, Elend, Gewalt oder sonst was zu tun hatte. Und das hatte sich verknüpft mit schwarzen Personen, Gesichtern und so weiter. Und deswegen hat das System sofort reagiert, alles, was mit Schwarz und schwarzen Menschen zu tun hatte, ja? So, ohne eine bewusste Wertung, ohne dass man selber gesagt hätte, so, ich habe was gegen Schwarze oder so. Und in dem Moment, wo Leute aber schon Leute aus Afrika kannten oder ein Afroamerikaner oder ja, irgendwie und irgendwelche positiven Erfahrungen damit gemacht hatten. Auch, weiß ich nicht, mit unterschiedlichen Puppen gespielt und Spaß gehabt und na, also. Oder Filme gesehen, ne, wo das irgendwie anders war. Da war das schon anders. Also da war das genau nicht mehr so. Und das lässt sich, also mittlerweile gibt es zum Teil auch solche entsprechenden Programme sozusagen, wo das auch auch Jugendlichen schon vermittelt wird und wo man dann die Gelegenheit gibt, sozusagen andere Erfahrungen zu machen, das so ein bisschen auszugleichen. Und das wirkt sich sofort aus Ja, auf dieses Automatisierte. man ist im Grunde ja halt auch wirklich mal dann zur Reflexion Ja. gezwungen, weil ist das denn jetzt wirklich so, wie man halt die ganze Zeit irgendwie halt, vor allen Dingen das Ding ist ja eben auch wirklich ja erzählt bekommen hat. Ich meine ja auch schon, wie du ja sagst, dann halt in den Nachrichten oder sowas, das ist ja auch schon wieder ja nur eine selektive Wahrnehmung durch andere, Genau, weil überall es ist ja, Medium. Ja. also es ist zum einen schon mal nicht persönlichen Kontakt, der nicht vorhanden ist. Kann man ja auch erstmal sagen, okay, kein Kontakt vorhanden ist halt whatever, so ungefähr, man weiß halt nichts, das ist es. Aber halt eben, man kriegt halt irgendwo eine selektive Wahrnehmung durch jemanden anderen, der im Zweifel ja auch schon mal irgendwie vorgeprägt ist. Und hat halt dadurch eben ein sehr unvollständiges Bild. Ich meine, das hat man ja auch mitgekriegt, so als viele Geflüchtete kamen, so 2015, je nachdem, wie das dann dargestellt wurde, ne, die Leute dann wirklich Angst bekommen haben. Und die Begrifflichkeiten spielen dann auch eine Rolle, ja, wenn dann Vergleiche mit irgendwelchen, was weiß ich, Insektenschwärmen, Fluten, sonstigen, ja, Fürchterlich. stattgefunden, ist es klar, dass da entsprechend sich was festsetzt. Aber man hat zum Beispiel festgestellt, egal, auch auf dem Dorf, in Bayern, in Sachsen, sonst irgendwo, wo dann tatsächlich Geflüchtete waren und in irgendeiner Form Kontakt stattgefunden hat, hat es meistens nicht lange gedauert, wo sie wirklich integriert waren und die Dörfler überhaupt keine Angst mehr hatten, sondern eher ein positives Bild entwickelt haben, weil sie konkrete, auch emotionale Erfahrungen mit diesen Menschen machen konnten, mit dem, was fremd war. Und dann war es halt nicht mehr fremd, Ja, ne? tatsächlich ist es ja auch immer, weil so habe ich auch mal was zu gelesen, dass es halt ja auch immer so ist, gerade die Orte oder sowas, wo eben nicht diese Begegnungen Ja, vorhanden sind, da ist immer der Aufschrei am größten, ganz genau. als Ja, da, wo es halt wirklich passiert. ist so. Ja, und das hat aber damit zu tun. Also es hat sehr wohl auch
mit diesen, sage ich mal, wirklich ganz, ganz, ganz basalen Verknüpfungsmechanismen zu tun. Die sind evolutionsbiologisch auch, ja, haben die ihre Berechtigung, ja, dass sie entstanden sind, ja, weil sie uns einfach ermöglichen sollen, möglichst unmittelbar und schnell Bedrohungssituationen zu speichern oder positive Situationen zu speichern, dass wir sie wiedererkennen, aufsuchen oder flüchten können. Oder uns wappnen können oder so, ne? Dafür ist das eigentlich da, so diese Funktionsweise. Aber das führt natürlich dazu, dass auch bestimmte Begegnungen oft gar nicht stattfinden oder gar nicht fruchtbar werden können, weil eben der Mechanismus dagegen arbeitet, ne? Wobei man dann halt auch wirklich eben sagen muss, gerade eben ja, wenn so die Situation ist, der Aufschrei da groß da ist, bei denen, die, wo das ja nicht so ist, kann man ja auch gleichzeitig aber auch den Gedanken haben, warum regen diese Menschen sich denn überhaupt so sehr auf, wenn sie ja am offensichtlich ja nicht betroffen davon sind, selbst Ja. wenn es sozusagen diese ganzen Vorurteile wahr Ja. wären, dann wären ja im Grunde die betroffen davon, bei denen es jetzt ja halt so ist und Ja. nicht, die jetzt nicht ja den großen Aufschrei machen, sondern die den Aufschrei machen. Das ist ja auch ein Ja. bisschen eigentlich paradox durchaus. Naja, das sind Ängste, ne? Das sind also Veränderungsängste. Wir haben es heute schon mal vom Wandel gehabt. Ja, und wenn man dann so sagt, das ist sowieso eigentlich alles so viel Wandel von uns erwartet. So viel Veränderung in so kurzer Zeit gab es noch nie. Das müssen wir auch mal sagen. Also grundsätzlich, Wandel hat es immer gegeben und ne, Veränderungen und Entwicklungen Wird und es auch so. immer geben. Ja, aber also das Tempo, in dem das alles stattfindet und uns auch tatsächlich dann zum Teil ganz konkret betrifft. Ja, also wenn man mit Senioren spricht, manche haben sich dann einen Computer besorgt und sich da reingefuchst und arbeiten damit und so. Und andere sagen so, da fange ich gar nicht mehr an, weil ich das immer, wenn ich es versuche, wird es mir zu viel und ich kapiere es eh nicht. Und es wird mir nie so geläufig sein. Und dann versuche ich ohne klarzukommen und dann sind aber viele Sachen nicht möglich. Wobei man Ja. natürlich auch anmerken muss, dass man ja durchaus trotzdem auch, also es ist ja trotzdem im Endeffekt noch eine bewusste Entscheidung, weil viele Sachen, wie du sagst, sind nicht möglich, aber es ist ja trotzdem auch so, dass viele Sachen immer noch möglich sind. Ja, Also genau, man muss halt ja. einfach schauen, auch was man will, was man erwartet Ja. halt von dem, was man haben möchte von der Welt und so. Aber man kann natürlich schon das Gefühl bekommen, so, okay, es wird an so vielen Stellen von mir erwartet, dass ich das jetzt auch noch lerne oder dass ich das jetzt auch noch kann. Na, also ganz konkret Sachen wie zum Beispiel, als diese Fahrkartenautomaten auffahren. Ich weiß gar nicht, ob du das ohne kennst. Ich kenne es noch ohne Fahrkartenautomaten. Also wenn man irgendwo hinfahren wollte, musste man zum Bahnhof gehen und sich eine Fahrkarte am Schalter kaufen. Es gab keinen Automaten. So. Und dann war es immer mehr, dass es das eben gab oder dass man die telefonisch dann bestellen konnte. Dann kriegt man einen Code, dann konnte man sich den ausdrucken lassen und so. Also es hat sich dann so nach und nach gewandelt und ich sah immer wieder Menschen aber am Bahnhof stehen, die eine Fahrkarte wollten. Es gab kaum noch jemanden, der am Schalter saß. Man hätte stundenlang warten müssen. Und die versucht haben, sich da reinzufuchsen. Also das ist ein Beispiel unter ganz vielen. Oder jetzt Pandemie. Wie kriege ich einen Impftermin? Die Senioren, die alle auf ihre Enkel dann zurückgreifen mussten, wenn sie welche hatten, dass die ihnen über das Internet einen Impftermin besorgt haben. Und wenn man dann das Gefühl hat, das ist in so vielen Bereichen so. Und das, was früher gegolten hat, gilt jetzt nicht mehr. Das, was früher funktioniert hat, funktioniert nicht mehr und so. Dass man dann das Gefühl hat, es wird mir alles zu viel und alles, was jetzt noch dazu kommt, neu und womöglich noch mehr Wandel mit sich bringt, ja, überfordert mich komplett. Gerade wenn es nicht konkret ist, wenn es dann ganz konkret ist und ich begegne dann eine Person, die jetzt hier einfach in meinem Dorf gestrandet ist, ja, und wo ich vielleicht sogar etwas tun kann, selbst aktiv und selbstwirksam werden kann, ganz normal von Mensch zu Mensch, dann löst sich das auf. So dieses, was passiert als nächstes, ja, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, was es sein wird und was das mir alles abverlangt. Ich glaube, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat. Ja, Aber kann ich mir auch gut es ist vorstellen. auch eine menschliche
sag ich mal, Ausstattung so ein bisschen. Also das, was neu und fremd ist, das gab es auch bei den Römern schon, ja? Ja, ich meine, das gab es ja schon immer so. Ich meine, lieber immer das Alte behalten. Ich meine, da gibt es ja auch, wenn man jetzt ja in politische Strömungen oder was weiß ich hier geht, Konservatismus und sowas, das hat sich ja alles entwickelt, auch hat ja auch seine Gründe, so ist es ja nicht. Ja. Aber dadurch, Fakt ist nun mal trotzdem, die Welt ist permanent im Wandel. Ja. Man kann es nicht aufhalten, man kann schauen, dass man es ein bisschen irgendwie lenkt. Ja. Genau, mir war ist jetzt noch eine Sache, die ich nochmal hatte, die mir auf der Zunge schwebt und gerade entfällt so ein bisschen. Wovon hatten wir es? Na, wir hatten es vom Umgang mit dem Neuen. Ah ja, genau. Das halt, was ich denke, was dann auch, wo du ja meintest, mit zum Beispiel ältere Menschen jetzt mit PCs oder mit den Impfterminen und sowas. Aber da habe ich teilweise auch das Gefühl, dass gerade bei so Sachen halt auch, wie du sagst, es wird sehr viel erwartet. Tatsächlich, weil sich halt auch viel ändert oder sowas. Aber im Zweifel ist dann halt auch so die Frage, man kann die Menschen ja auch an die Hand nehmen. Ja. Ein bisschen Wandel leiten oder... Ja. Aber dass es halt häufig auch nicht stattfindet, weil sei es aus Gründen der Bequemlichkeit oder das allseits beliebte Geld, dass man lieber sich denkt, ach, das sparen wir uns mal lieber, obwohl es vielleicht für viele Menschen auch einfacher und im Endeffekt vielleicht auch nachhaltiger wäre, wenn man halt mal kurz ein bisschen Aufwand rein investiert. Ja. Ja. Also ich denke mal so, also von wegen den Wandel gestalten, das finde ich eigentlich ganz schön immer, ne? Ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, der eine Rolle spielt, inwieweit eine Person die Erfahrung gemacht hat in ihrem Leben, dass sie Einfluss nehmen kann auf das, was sich verändert. Oder inwieweit die Erfahrung ist, immer wieder ausgeliefert zu sein, nichts tun zu können, nichts sagen zu dürfen, ohne mit heftigen Konsequenzen rechnen zu müssen. Und ich glaube, dass es oft auch gar nicht so leicht ist, sich da wirklich rein zu versetzen, wie es ist, unter solchen engen, repressiven Bedingungen aufzuwachsen. Dass es gar nicht so leicht war, es war möglich, weil manche Menschen haben es gemacht. Oder machen es auch immer noch, auch in solchen Systemen, zu sagen so, okay, und wenn ich dafür in den Knast komme oder wenn ich dafür gefoltert werde, ist es mir egal, ich stehe da trotzdem jetzt zu und das durch. Da gehört aber wirklich sehr viel dazu und sehr viel Mut und Kraft dazu, das durchzustehen. Und klar, wäre es wünschenswert, dass mehr Leute das vielleicht aufbringen würden, aber erst einmal gehört es auch zu Menschen dazu, dass er versucht, möglichst einigermaßen klarzukommen und gute Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu haben, um sich sicher fühlen zu können. Und wenn dazu aber gehört, bestimmte Sachen zu verbergen, zu vermeiden, oder an bestimmten Dingen festzuhalten, wird es richtig schwer. Und es ist völlig egal, worum es geht, ob es zum Beispiel, ich habe das mal ganz banales Beispiel vielleicht, in dem kleinen Ort da in Süddeutschland, wo ich dann auch aufgewachsen bin, so Gymnasiumszeit und so, wo mein Vater Pfarrer war, da war er auch Bauernpfarrer, also er war so zuständig so für die, und da war viel Landwirtschaft, auch außenrum zugehörige Dörfer und so. Und dann gab es den allerersten Biobauern in einem ganz kleinen Dorf, und der war geächtet. Also der gehörte in dem Moment, wo er sich dazu entschieden hat, nicht mehr zur Dorfgemeinschaft. Okay. Ja? Also das hat Konsequenzen, wenn man sagt, meine Überzeugung ist, ich möchte anders wirtschaften, aus welchen Gründen auch immer. Da waren es auch zum Teil noch religiöse Gründe, so, weil der auch sehr fromm war und gesagt hat, so hier Schöpfung und so. Aber er war erstmal der Einzige. Und dann gab es in Walkersheim unten auch noch einen, der auch den Mut hatte. Und der auch noch andere Bezüge und Anbindungen hatte, so dass er dann nicht so leicht geächtet werden konnte. Und dann so ganz, ganz, ganz langsam durch diejenigen, die vorangegangen sind und sich dem ausgesetzt haben und dieses Risiko eingegangen sind,
geächtet zu sein mit der ganzen Familie. Man ist ja dann auch für die Familie noch mit verantwortlich ein Stück weit, weil die werden ja dann mit ausgestoßen. Ist ja auch in Ja. in Systemen, die sehr viel Repression ausüben, Ja. ist es ja genauso. Im Zweifel gibt es ja auch wirklich die ganze, dann wird die Familie in Geiselhaft so ungefähr genommen. Ja. Und ja, aber wie du ja auch in dem Beispiel ja auch halt schön ist, war, dass es halt wirklich, also ist man halt auch wirklich, ich meine, die Menschen dann, die brauchen sehr viel Aufwand halt dafür, Mut und sowas, dem, wovon man auch ihnen Respekt zollen muss. Aber sie wollen sich damit ja auch selbst verwirklichen. Aber gleichzeitig ebnen sie dann ja auch noch den Ja. anderen, wie du ja sagst, dass Ja. es dann besser wird. Sie ebnen ja auch anderen dann einen Weg. Und auch wie wir es ja vorhin hatten mit, dass vielleicht durchaus mal einfacher oder halt, dass es dann halt nachhaltiger wird, Ja. weil man halt, okay, jetzt mal Aufwand wirklich investieren muss, Mut, Aufwand, alles Mögliche. Und dann halt im Nachhinein es besser wird, Ja. als dass man jetzt sozusagen jetzt den bequemen Weg nimmt, Ja. aber dann im Zweifel vielleicht Repressalien immer weiter zunehmen oder man halt einfach sich selbst Ja. verneint und Ja. halt einfach nicht zulässt, dass man sich selbst ist. Ja. Aber es läuft immer wieder auch auf eine Entscheidung hinaus. Gehe ich das Risiko ein, das durchzustehen, alleine zu stehen? Ja, oder in einem ganz kleinen Kreis, vielleicht hält noch meine Frau zu mir oder ne, mein engster Familien- oder Freundeskreis so, dann bin ich nicht ganz alleine. Aber das ist tatsächlich was, sich dem auszusetzen, da gehört einiges dazu. Und das war ja nun eigentlich. War es keine repressive Gesellschaft? Es war ein kleines Dorf im Westdeutschland der 80er, wo es eigentlich allen super ging, ja? Wobei man durchaus da sagen kann, ich meine, durch so eine Ächtung innerhalb einer Dorfgemeinschaft gibt es schon eine gewisse Form von Repression ja auch. Natürlich, ja. Es Aber gibt eben ja ein. keine staatliche Ja, oder, ne? natürlich, Also, natürlich. wir sind Das ist nicht rausgekommen dafür. nur mal andere Ausmaße. Ja, also, das ist keine systematische, in dem Sinne und strukturelle. Repression, aber es ist genau die durch die Funktionsweise des sozialen Autopiloten letztendlich zustande kommt. Und aber umgekehrt genauso, wenn du guckst, das Wirtschaftssystem, ja, das funktioniert ja nur, weil so wie es jetzt ist, ja, mit Wachstum und überhaupt, ja, das funktioniert nur, weil der soziale Autopilot ganz vieler Menschen sagt, wenn es ein neues iPhone gibt, dann muss ich das haben, weil sonst gehöre ich nicht mehr dazu. Und dann bin ich, also das System, das innere System sagt, und dann bin ich mit Mutterseelen alleine und damit bin ich eigentlich schon fast tot. Ich sag mal, das ist wirklich existenziell, der Alarm, der ausgelöst wird, ich könnte den Anschluss verlieren. Und das wird genutzt. Ob jetzt, also keiner redet da vom sozialen Autopiloten, der da bewusst eingesetzt wird, ne? Aber einfach von Effekt her weiß man, wie die Menschen funktionieren, wie Mode funktioniert, und welchen starken Einfluss es hat, wenn gesagt wird, hier Starbucks, die haben das ganz bewusst gemacht, ja, die haben gesagt, so, wir wollen jetzt etwas kreieren, wo Leute sich besser fühlen, wenn sie da drin sitzen und für 9 € sich einen Kaffee kaufen. So, und das hat funktioniert. Die jungen Leute haben lieber auf ihr Mittagessen verzichtet, weil sie dafür halt dann kein Geld mehr hatten, um bei Starbucks mit ihrem Laptop zu sitzen und so einen Starbucks-Kaffee sich reinzuziehen, damit alle anderen sehen können, ich bin wer und ich bin wichtig und ich bin bedeutsam und erfolgreich und so weiter. Also da wird dann aber auch gar nicht hinterfragt, wie, was das halt wirklich Nein, ist. es wird nicht hinterfragt. Ja, weil sie die dritte Ebene nicht zur Verfügung haben. Die haben sie vielleicht zur Verfügung, wenn sie dann wirklich trotz dieser ganzen Veranstaltung und obwohl sie das immer alles mitgemacht haben oder deswegen, ja, irgendwann ans Ende der Fahnenstange kommen und keinen Job ergattert haben und sich noch nicht mehr für 2 € einen Kaffee leisten konnten, und dann überlegen müssen, was mache ich jetzt und wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht versuche, für die anderen jemand zu sein. Da ist man dann mehr auf sich geschmissen und da sind wir wieder bei der dritten Ebene, ja. Oder man stellt halt tatsächlich vielleicht mal auch fest, diejenigen, die es halt nicht so extrem haben müssen, sondern dass sie dann halt wirklich, oh, ich kann auch mal für, keine Ahnung, zum Beispiel finde ich jetzt irgendwie so ein kleines Café an irgendeiner Ecke, was Ja. mir super gut gefällt,
Lage ist nochmal super Ja. angenehm. Der Kaffee kostet auch nur, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Kaffee kostet. Ich trinke keinen Kaffee, 2, 3 Euro. Ja. Ist super angenehm vom Preis. Ist mir lieber Ja. als Starbucks, dann Ja. gehe ich halt dahin. Das Ja. ist ja auch sozusagen mal eine andere Variante, die Ja. nicht ganz mit dem Ja. traurigen Ende sozusagen Ja. umgeht. Ja, aber im Zweifelsfall bist du dann eben in deinem Freundeskreis der Einzige, der nicht mit zu Starbucks geht, sondern da, also eine Klientin von mir ist vielleicht nochmal so zu veranschaulichen. Das hat es mir nämlich auch nochmal wieder deutlicher gemacht, wie das Ganze funktioniert. Die hat ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und da gehört immer dazu, dass dann die FSJler irgendwann so eine Fahrt zusammen machen. Also, dass sie nicht nur so Einzelkämpfer sind, sondern alle so aus einem Jahrgang dann mal zusammen irgendwo hinfahren. Und sie ist dann mit diesem Jahrgang auf eine Pragfahrt gegangen. Also sie sind zusammen für, weiß ich nicht, 4, 5 Tage nach Prag gefahren. Und sie hatte schon so ein bisschen Schiss, weil sie war schon älter als die anderen, hatte einiges hinter sich und hatte auch ganz schlechte Erfahrungen oft gemacht, so mit Gruppengeschichten und so. Auch in der Schule, ne, und mit Mobbing und so weiter. Aber okay, sie ist mit und auf der Hinfahrt war auch noch alles super. Also sie hat sich gut verstanden mit den anderen Mädels und die Jungs waren auch okay. So dass sie sich auch vorstellen konnte, mit dem ein Zimmer zu teilen. Und dann haben sie da auch eigentlich das erstmal ganz schön gehabt zusammen im ersten Abend. Und dann sind sie am nächsten Tag Prag erkunden gegangen. Und Prag ist ja nun inzwischen sehr touristisch. Also es gibt dann so halt so die Hauptfußgängerzonen und so, die total touristisch sind und dementsprechend teuer. Und die Gruppe war sich dann relativ schnell einig, so, ja, jetzt hier Mittagessen, wir gehen jetzt hier in diese Pizzeria, so eine Riesenpizzeria, auch sehr teuer und so. Und sie hatte aber vorher eine kleine Pizzeria in so einer Seitenstraße gesehen, wo sie gesehen hat, die ist viel günstiger und irgendwie auch ruhiger und ganz nett und so. Und sie hat gar nicht versucht, die anderen zu überreden oder so. Sie hat nur gesagt, okay, geht ihr ruhig, ich gehe da in die kleine Pizzeria. Und ab da war sie geächtet und wurde gnadenlos gemobbt von den Mädels. Und sie kam dann, sie war fix und fertig, sie kam dann zu mir, und sagte, ich weiß nicht, was passiert ist und warum, aber mir geht's so schlecht damit und so. Und dann haben wir das auseinandergedröselt. Ich habe ihr gesagt, ich vermute mal, die sozialen Autopiloten dieser Mädchen haben gedeutet, die will mit uns eigentlich gar nichts zu tun haben. Die sondert sich ab, weil sie sich eh für was Besseres hält und weil sie mit uns eigentlich gar nichts zu tun haben will. Deswegen geht sie in eine andere Pizzeria. Und das wurde ja angezeigt. Die Jungs standen drüber, die hatten da kein Profil, so wenn sie eine andere Pizzeria will. Na, wo ist das Problem? Aber je stärker die sozialen Autopiloten wirken, die dann unter den Mädels dann das alles regeln und so weiter, desto stärker reagiert er dann aber auch mit Ablehnung, ja, und mit Alarm und so weiter und Fehldeutung, ja, wenn jemand seine eigenen Wege geht. Also es ist nicht zu unterschätzen, die Wirkung. Ja, ich meine, im Grunde ist es ja dann wirklich auch, muss ich durchaus dann halt immer, also in den Situationen halt wirklich bewusst entscheiden, halt mal anders zu sein Ja, als die anderen, was ganz halt genau. wie an dem Beispiel ja durchaus seinen Preis leider auch hat. Und da muss man halt wirklich schauen, ist es das einem wert? Und ich meine, wenn es einem halt das aber auch wert ist, dann muss man auch wirklich dazu stehen. Wenn Weil sie das sonst vorher gibt's noch mal. gewusst hätte, dann hätte sie bewusst von der dritten Ebene, die sie super hat, entscheiden können, gehe ich das Risiko ein und spare mir eine Menge Geld und habe eine ruhige Mittagspause und dann, wenn die dann anfangen zu spinnen, dann kann ich damit umgehen oder kann sagen, Leute, wo ist das Ja. Problem? Ja, hätte sie ganz anders auftreten können, aber sie hat damit überhaupt nicht gerechnet. Ja, jetzt wird sie da auch anders mit umgehen. Also jetzt kann sie es dann auch, ne, richtig einschätzen und so, und wird in der Situation dann die freie Wahl haben. Ne? Ja. Ja, ich würde sagen, sind wir doch schon mal, haben wir doch schon mal durchaus noch mal ordentlich ein paar Eindrücke dargestellt, auch auf verschiedenen Ebenen. Ich meine, es gibt super viele Sachen, über die wir uns noch unterhalten könnten, aber ich glaube, dann sitzen wir in 12 Tage lang noch. Willst du dann zum Abschluss, hättest du denn noch mal einen Rat jetzt an all die Zuschauer da draußen, die jetzt für ihre Leben, wie auch immer die jetzt gestaltet sein mögen, vielleicht mitgeben kannst, möchtest? Oder einfach etwas, was du aus deinen Erfahrungen mitgenommen hast? Ja. Muss jetzt ja nicht irgendwas sein, was jetzt ja
alle irgendwie zwingend befolgen Genau. müssen, aber vielleicht was einfach eine interessante Erfahrung für alle vielleicht sein könnte. Ja, Ratschläge sind auch Schläge, ne? Ja, nee, ich würde jetzt keinen Ratschlag geben, aber vielleicht möchte ich so sagen, es liegt eine große Chance darin, sich über die verschiedenen Ebenen bewusster zu werden und sich klarzumachen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch die, die mit einem sozialen Autopiloten ausgestattet sind, weil er mit ihnen sich entwickelt hat und gewachsen ist und ihnen vielleicht auch oft gute Dienste leistet, dass jeder die Möglichkeit hat, auf diese Metaebene zu gehen. Und das ist ein bisschen Übungssache. So, da hilft eben diese ganze Geschichte mit der Achtsamkeit. Es gibt ja Achtsamkeitsübungen, ja. Also wo man sich selber, also sowohl die Umwelt als auch sich selber aus einer gewissen Distanz lernt zu betrachten. Also ohne sofort irgendwie jede Emotion, die aufkommt, ganz doll ernst zu nehmen, wahrnehmen, ja, aber nicht zu ernst zu nehmen und zu sagen, ah, okay, so geht's mir gerade, ah, so sehe ich das gerade. Denn dann ist man schon auf dem besten Weg auf die dritte Ebene und dann weitet sich der Blick und man stellt fest, es gibt, wie du richtig sagst, unzählige Möglichkeiten, auch nur eine einzige Situation wahrzunehmen und es gibt kein richtig und falsch auf dieser Ebene. Es gibt nur verschiedenste Perspektiven. Und dann habe ich zwar die Anstrengung, aber ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden, wie möchte ich etwas sehen und wie möchte ich damit umgehen. Und da es aber kein richtig und falsch eigentlich gibt, ja, auf dieser Ebene jedenfalls, wenn ich mich darauf bewege, gibt es kein wirklich richtig und falsch. Es gibt Dinge, die ich vielleicht selber, jetzt ethische Standpunkt her, ich möchte keinen mutwillig verletzen, ja, ich möchte keinen irgendwie demütigen oder so, soweit es geht. Aber ich habe die freie Entscheidung, wie ich gestalten möchte. Und das hat was. Da liegen Chancen drin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann möchte ich mich doch wirklich vielmals nochmal für das Gespräch bedanken. Und ich hoffe Gerne. doch auch, dass wir euch Zuschauer da ein paar Eindrücke mitgeben konnten, dass ihr vielleicht auch etwas für euch mitgenommen habt, etwas lernen könnt. Und ja, lasst mich doch auch gerne wissen in den Kommentaren oder auf anderem Wege eure Meinung zu verschiedenen Themen, die wir jetzt ja auch angesprochen haben in unserem Gespräch. Und dann sehen, beziehungsweise hören wir uns dann in unseren nächsten Videos hoffentlich. Lasst gerne ein Like da und damit wir auch wissen, ob es euch gefallen hat. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.